Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren zuckersüßen Folge Kena Bridge of Spirits. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wie immer, danke erstmal für den Support auf die erste Folge. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Lasst auch hier gerne ein Like da. Nehmt euch gerne kurz die Zeit. Wäre auf jeden Fall eine feine Sache. Vielen Dank dafür. Auch gerne die Videobeschreibung mal abchecken. Alles Wichtige ist dort verlinkt, Freunde. Und wir machen weiter, Freunde. Ich habe richtig Bock auf das Game. Der erste Eindruck war auf jeden Fall, ja, genau so, wie man es erwartet hat. Einfach zuckersüß. Und spielerisch bisher auch ganz cool. Aber wir sind ja immer noch wahrscheinlich so ein bisschen im Tutorial-Phase. Wir haben ja erst 20 Minuten. Ich habe auch gar keine Ahnung, gar keine Vorstellung, wie lang das Spiel auch sein könnte. Das werden wir dann sehen im Laufe der Zeit. Oh. Ach, der hat sogar ein bisschen poliert. Ah, cool. Sehr gut. Komm mit, Jungs. Ja, wir werden einfach sehen. Vielleicht habt ihr ja Bock, dass wir das ein bisschen weiter zocken. Kann man da unten rein oder sowas? Vielleicht auch raus. Vielleicht ist es irgendeine Abkürzung, die ich freilegen kann. So, einmal öffnen bitte. Genau, so. Ja, also das Einzige, wo ich sage, was bisher wirklich sehr schade ist, dass es echt keine deutsche Synchro hat. Ich meine, für mich ist es kein Problem, bis das Englisch ist hier. Hier ist, also bei mir ist schon seit Ewigkeiten am Start, ist ja klar. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Das ist ja auf jeden Fall ein Spiel, wo man sagen könnte, das würde sich wahrscheinlich schon ein bisschen auch an Jüngere richten. Und das ist natürlich sehr schade. Ja? Muss ich also sehr schade. Sehr schade. Geht das überhaupt dorthin? Hm. Ganz kurz gucken. Ah, ich kann einfach von hier rüber springen, ja? Okay, alles klar. Hat sich erledigt. Kommt mit, Jungs. Oh oh. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know your kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Stay here, spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Ross. Halte L um Schild 1 zu ziehen. Okay, okay. Ah, meine die Leiste links oben, ha? Wenn ihr am Ende ist. Aktiviere dein Schild im richtigen Moment um. Ach so. Ah, okay, das war nicht gut. Auch nicht gut. Bin gleich tot. Bin gleich tot. Au! Okay. Okay, ja, ich habe mich zu sehr auf das Blocken konzentriert. Eigentlich ist es. Das strebt sich mir. Es ist nicht meine Natur. So, gut, das können wir überspringen. Weg, 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 weg. Spross. Na gut, dann kommen wir jetzt hier. Komm, dann spielen wir mal jetzt ernst hier. Alter! Komm, ich spiele gerade aktuell Dark Souls 3 nochmal durch im Stream, also. Das soll ja wohl drin sein, dass ich das. Ja, oh, Alter, der macht aber auch dick Schaden, ne?
pellen mich aber auch schon wieder an, ey, komm. Gut, gut, gut. Okay, ey, die darf man echt nicht unterschätzen, ey. Die machen echt gut Schaden. Habt ihr ja gesehen. 3 Schläge und ich bin weg vom Fenster, ja. So. Und das auf normal. Ich spiele auf normal. Wie ist es erst auf schwer? Ein Schlag, ich bin sofort weg, oder wie? Safe now. Look, Saya, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name's Kena. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? Okay. If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Ja, war ja klar. Ja, klar, die kleinen Rotzlöffel hier. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Tar and we'll take you to the mountain shrine. Hilf Taro, finde Taro im Wald. Our village is this way. Ich muss sagen, nicht nur, dass wir keine deutsche Synchro haben, ich muss ehrlich sagen, die Synchronstimme von Kena gefällt mir gar nicht. Die klingt so gelangweilt irgendwie und auch irgendwie finde ich so tief für sie. Also ich hätte mir eher eine bisschen höhere Stimme, ein bisschen mehr weiblichere, aber also gefällt mir nicht, muss ganz ehrlich sagen. Von den Kids ist es schon eher cool ausgesucht, aber von ihr hier, ja. Nicht so geil. So schöne Karte verfügbar. Oh. Karte verfügbar. Alter. Okay, das sieht aber nicht so groß aus. Okay, warte mal. Rotz. Rotz gibt es 24 Hüte. Laufen die dann mit Hüten durch die Gegend oder was? Oder wie? Oder was? Blumenschreine? 8 Stück. Ach, warte mal. Das sind ja einzelne Gebiete. Das Dorf. Ach, das Dorf hat alleine 24. Okay, vielleicht. Vielleicht ist es doch größer als gedacht. Hilf Taro, hier ist das Einsatzgebiet. Hier sind ohne Ende Rotz. Geister, Post, verfluchte Truhen. Upgrades, dafür sind wahrscheinlich diese blauen Kristalle da rechts oben, ne? Zusätzliches Karma erforderlich. Erfordert Rot Level 3. Freischalten? Gegenschlag? Geister. Geister haben wir noch nicht. Okay, gut, alles klar. Dann gehen wir erstmal rein hier, wa? Also Optik, Musik ist auf jeden Fall jetzt schon top. Ist auf jeden Fall schon top jetzt. Das Design auch selbst an sich. Der kleine Irrlichter hier. Mega gut. So, jetzt lassen wir nochmal ganz kurz auf die Map gucken. Es ja, ist wahrscheinlich eher so. Ist auf jeden Fall keine Open World. Das ist auch ganz gut so. Es muss nicht jedes Spiel Open World sein. Es ist eher so. Ja, so Mini-Open World vielleicht oder so. So könnte man vielleicht sagen. Aber nicht so eine klassische, wie man sie kennt.
IQ. Das Dorf. Ja, ihr seht schon, also... Ja. Nicht so groß. Nicht so groß. Übersichtlich auf jeden Fall. Gefällt mir. Wie gesagt, muss nicht alles immer riesengroß sein. Vor allem von so einem kleineren Studio. Weiß gar nicht, was hat Ember Lab vorher gemacht eigentlich? Irgendwie kommt der Name mir bekannt vor. Ich habe auch nochmal geguckt, die haben es sogar selber auch gepublished. Ich dachte die ganze Zeit, irgendwie Sony würde da mit drin hängen, aber die hängen da gar nicht mit drin. Das ist zwar PlayStation exklusiv jetzt erstmal. Keine Ahnung, kann ja auch später irgendwann noch auf für die Xbox kommen. Ich denke mal, wird auf jeden Fall nicht schwer sein, das zu übersetzen, oder ja, umzusetzen, besser gesagt. Aber die haben es auch selber gepublished. Wahrscheinlich wird es daran liegen, dass es noch keine physische Version gibt und auch keine deutsche Synchro. Dass sie es wirklich alles in Eigenregie gemacht haben. Reinige die Verderbnis im Dorfzentrum. Okay. Okay, die wiederum wehren sich gar nicht. Komm da raus aus der Ecke, genau. Oh, da oben erstmal. Sehr gut. Sehr gut, Jungs. Sehr gut. Oh, schön, ey. Schön. Hutwagen entdeckt. Karma und Upgrades. Generiere Karma, indem du verdorbene Feinde besiegst, die Umwelt wiederherstellst und Früchte für deine Rot findest. Im Upgrade-Menü kannst du Karma einsetzen, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Kena hat ihre Basisfähigkeiten verbessern, kann ihre Basisfähigkeiten verbessern und ihre Fähigkeiten mit Rot infundieren. Infundieren, was ist das für ein Wort? Um mächtige Angriffe zu erschaffen. Wahrscheinlich kombinieren oder sowas, ne? So, wir haben... Was können wir denn machen jetzt hier? Können wir das schon machen? Ne, wir haben noch... Ah, doch, das können wir uns kaufen. Und zwar drücke beim Sprinten R1, um einen schnellen Rundumschlag zu machen. Das ist cool, das nehme ich. Hier brauchen wir 100 wieder. Okay. Pilz, neuer Hut verfügbar. Ach, tatsächlich, das sind Hüte für die Kleinen, ey. Das ist ja... Warp. Ah, Schnellreisefunktion. Sehr gut. Das ist sehr gut, dass wir Schnellreisefunktion direkt am Start haben. Los, futtert! Haben die keine Hunger? Hey, gibt's da... gehen wir erstmal zum Hutladen, Gucken wir mal... Ob der Pilzhut was kostet. Was ist das hier? Eine Reisschale? Ein Topf. Okay. Okay, alles klar. Die kosten tatsächlich. Das Ach. Oh! Jetzt habe ich 3 Stück gekauft. Oh nein. Jetzt haben 3 von denen... Achso, okay. Das wollte ich gar nicht. So viel wollte ich gar nicht kaufen davon. Oh nein, egal. Egal. Gut, dann haben wir halt 3 Leute. Was ist das hier? Warum leuchtet das so komisch? Ja, keine Ahnung, okay. Ach komm, gehen wir erstmal zu den Kindern und helfen denen. Ich glaube, alles andere wird dann uns erklärt. Das sieht nämlich aus hier wie so ein Gebetsschrein oder sowas. Gehen wir erstmal zu den Kids und helfen denen kurz mit Taro.
Ich glaube, es ist erstmal besser, sich an die Story zu halten. Obwohl ich natürlich direkt Bock habe, so ein bisschen mich umzuschauen, ne? Ah, hier ist noch eine Kiste. Oh, süß. Neuer Rotthut verfügbar. Ach, die sind... Ach so, ich finde die und dann kann ich sie mir nochmal kaufen. Okay, jetzt. Ich krieg nicht mal einen gratis wenigstens. Okay, alles klar. Ist Tara this way? The barrier is blocking the path. Cool, jetzt ist sogar nicht mehr der Untertitel auf Deutsch. Nice, gut. Maybe Zaju can help. He is usually at the Masked Shrine. You'll know when you see the sacred trees. Untersuche den Maskenschein. Okay, jetzt müssen wir da sowieso hin. Gut, gut, gut. Also wahrscheinlich wirklich erstmal der Story folgen. Das andere wird sich ja sowieso von alleine ergeben. Oder wie? Der Maskenschrein. Untersuche den Maskenschrein. Hier? Ah, ich häng... Alter, die haben mich blockiert! Die haben mich da reingestoßen. Sind das doch böse? Sind die doch böse, die kleinen Viecher? Ja... Ah, was habe ich jetzt anders gemacht? Was habe ich jetzt anders gemacht, dass ich jetzt doch getriggert wurde? Seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy, but that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Taro's Maske. Geistermasken. Drücke Steuerkreuz nach links, um Geistermasken zu tragen. Schaue durch die Maske, um deinen Weg zu finden. Öffne Geisterbarrieren und enthülle wichtige Objekte in der Umgebung. Geistermasken sind hilfreich, um Rot zu finden, die in der Welt versteckt sind. Okay, das ist ja... Das sind kleine Rottspuren, kleine Rottfußspuren, kann das sein? Hey, wo sind die hin? Ah, da vorne ist einer. Over there. Okay.
Jungs, was geht? Party, Party! Nice. Gut, ich schätze mal, da können wir noch nicht rein. Ja, ey, ich würde sagen, wir hören dann hier erstmal an der Stelle auf. Ist hier oben noch was? Ne, warte mal. Lass erstmal, wie gesagt, der Story folgen, ja. Das wird auf jeden Fall ein Gebiet sein, was wir später dann noch genug erkunden können. Können wir nochmal mit dem reden hier, oder was? Use Taro's mask to open the spirit. Ja, ja, okay, okay. Gut, alter Mann. Ja, ist natürlich... Mann, ja. Ist natürlich schade, also, ja, traurig für die Kids, dass sie... dass ihr Bruder anscheinend gestorben ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Na gut, wir machen hier beim nächsten Mal weiter, Freunde. Ja, ey, bisher echt schön. Ja, ich hab echt Bock auf mehr. Vielleicht ihr ja auch. Wie gesagt, wenn es der Fall ist, lasst ein Like da. Unterstützt mich gerne bei dem Projekt. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr korrekt von euch. Und dann hört man sich beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.